Ach, entschuldigen Sie. Verehrte Jungfer, könnten Sie vielleicht kundgeben, wo wir uns gerade befinden? Wandsbek. Und in welchem Jahre? 2014. Dankeschön. Guten Tag, guten Morgen. Grüß an die verehrte Jungfer. Ich wollte Sie fragen, ob Sie hier den Wandsbeker Boten haben. Wandsbeker Boten, was genau ist das? Den habe ich leider nicht. Was haben Sie denn sonst zur Auswahl? Verschiedene andere Plättchen. Einfach mal angucken und durchblättern. Vielleicht das Richtige dabei. Alles klar. Anne, hallo, hallo. Einmal bitte zurückkommen. Einmal bitte zurückkommen. Und als Dichter ich erschuf dieser Schule einen guten Ruf. Welche merkwürdige Apparatur. Zu welchem Zwecke sie dort wohl hängt? Wer bist du denn? Was willst du denn? Was ist nur aus der Jugend geworden? Wo sind die Manieren hin? Was für ein Ort der Stille. Diesem werde ich mich bei einem Spaziergang widmen. Matthias Claudius, geboren zu Seinfeld den 15. August, gestorben zu Hamburg den 21. Januar. Ich, der große Dichter, weile nicht mehr unter den Lebenden. Ich bin tot. Welch ein Verrücktes habe ich da geträumt. Mein teuer Weggefährte, lass uns wegreiten. Thank you.
Hallo, wissen Sie, wer Matthias Claudius war? Ja, da bin ich zur Schule gegangen. War das ein Dichter? Ja, genau. Nee, sagt man gar nicht. Ja, ein Dichter. Nö, jetzt so spontan nicht. Kennen Sie Matthias Claudius? Ja, natürlich. Und die Welt dreht sich doch, ne? Ja, und die Erde dreht sich doch, so heißt es. Von wo kennen Sie ihn denn? Ja, von der Geschichte, von früher, von der Schule, was auch jeder. sicher weiß ich das. Hi, eine Frage. Kennen Sie Matthias Claudius? Ja, da bin ich mal zur Schule gegangen in Wandsbek. Ja, sicher. Was hat er denn so gemacht? Man geht das ja doch ein Gymnasium enden. Genau. Ja. Ja, von da kommen wir. Okay, also. Dann habt ihr einen guten Heimatdichter, um es mal so zu sagen. Ja, genau. Ein netter Typ gewesen. Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich. Können Sie sich da was drunter vorstellen, vielleicht, wer das gewesen sein könnte, was er gemacht haben könnte? Nö, wahrscheinlich ein Politiker oder sowas. Ich bin da ziemlich sicher, dass er in Wandsbek ein Denkmal hat. Der war bestimmt Tiefbau. War der beim Tiefbau? Okay. Gut, ja. Matthias Claudius war beim Tiefbau. Also über seine Person kann ich nichts erzählen, aber der Mond ist aufgegangen, ist von ihm, das weiß ich. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sterne dann prangen. Aber viel mehr fällt mir jetzt auch leider nicht. Ja. Da müsste ich erst nachdenken. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Blätter prangen, im Himmel still und klar. Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, genau. Am goldenen Firmament oder so ähnlich, ne? Herzlich willkommen zurück im Studio. Weiter geht es jetzt mit einem Interview mit den Machern des Films. Wie ist denn euer Film entstanden? Ja, also wir haben den Film mit unserem ganzen Profil gedreht, das sind 22 Leute. Und zuerst einmal haben wir uns darauf festgelegt, dass der Film über Matthias Claudius gehen soll. Also wir haben Ideen gesammelt, was man damit reinnehmen kann. Und wir haben uns auch dazu entschieden, Matthias Claudius als Thema zu nehmen, weil es dieses Jahr sein 200. Todestag war, im Januar war der. Und deswegen haben wir gesagt, okay, er ist auch der Namensgeber von unserer Schule, also nehmen wir ihn als Thema. Und dann als nächstes haben wir eine Drehbuchgruppe gemacht mit 6 Leuten. Genau, also ich war auch Teil der Drehbuchgruppe und wir haben halt alle Ideen nochmal zusammengefügt und haben daraus dann das Drehbuch geschrieben. Wie lief die Produktion denn so ab? Ja, also wir haben das so gehabt, dass wir immer donnerstags gedreht haben und dann irgendwie immer 4 Stunden. Und dann aber alles am Stück, irgendwie nur immer so 2 Minuten Pausen zwischendurch, um einfach den Platz zu wechseln. Das heißt, dass wir Ton durchgewechselt haben oder wer die Kamera geführt hat oder ja, das so gewechselt haben. Und dann, wenn wir dann mit dem Dreh fertig waren, dann zum Schnitt übergegangen sind, da war es dann auch, dass wir einen Tag irgendwie 6 Stunden hier waren und das geschnitten haben und wir auch wirklich dann fertig waren und dann keinen Bock mehr hatten und dann auch einfach nur noch nach Hause wollten und aufs Bett legen und einfach nichts mehr machen. Und ja, aber es hat trotzdem alles viel Spaß gemacht. Ja, und wir haben den Film auch zu unserem Film gemacht, weil wir wirklich von Anfang bis zum Ende alles selbst gemacht haben. Die Kameraführung, den Ton, wir haben selbst die Darsteller zur Verfügung gestellt sozusagen. Und ja, gedreht haben wir unter anderem in Wandsbek im Karree und in einem Kiosk nahe Wandsbek und auf einem Reiterhof von unserer Klassenkameradin, die uns ihr Pferd zur Verfügung gestellt hat, wo wir dann einmal die letzte Szene gedreht haben, die Sie ja eben im Film schon gesehen haben. Und gab es denn skurrile Situationen beim Dreh? Ja, es gab einige skurrile Situationen. Zum einen ist unser Hauptdarsteller in einen Hundehaufen getreten. Oder in dem Einkaufszentrum, in dem wir gedreht haben, wurden uns Donuts geschenkt von einem Mitarbeiter, was natürlich super klasse für uns war. oder auch, dass unser Hauptdarsteller, als er die Pferdeszene gedreht hat, das erste Mal auf dem Pferd saß und das natürlich was komplett Neues war und sich dementsprechend auch so angestellt hat. Oder auch in dieser Straßenumfrage, wo halt die Frau ja ganz empört reagiert hat, als wir sie gefragt haben, ob sie Matthias Claudius kennt. Also da waren einige dabei. Was habt ihr denn dabei gelernt? Also wir haben halt die allgemeinen Abläufe von so einem Film gelernt und anfangs auch, wie man mit so einer Kamera überhaupt umgeht, die verschiedenen Kameraeinstellungen und ja auch dann, wie man so einen Film überhaupt schneidet und mit den verschiedenen Programmen. Was würdet ihr beim nächsten Mal dann vielleicht anders oder besser machen? Also definitiv würden wir uns mehr Zeit nehmen, würde ich sagen, weil wir hatten echt nur diese 4 Stunden einmal in der Woche und dann musste das auch immer schnell gehen und wir mussten Szenen immer schnell fertig kriegen
Und dementsprechend hatten wir halt, also wir hatten halt ein halbes Jahr dafür Zeit, aber es war halt immer nur eine Woche, in der Woche halt immer 4 Stunden und deshalb wurde es dann halt auch ein bisschen sehr stressig, was man dann auch zum Teil an den Übergängen sieht, weil die Szenen einfach zum Teil nacheinander gereiht sind und ja, also abschließend kann man eigentlich sagen, dass wir relativ stolz auf uns sind, weil es ist eigentlich echt gut geworden, was wir gemacht haben, aber es war halt echt anstrengend. Ja, dann bedanken wir uns bei euch. Ja, und hier geht es jetzt weiter mit der Rudolf-Steiner-Schule.